I think for most members of Parliament and indeed members of the public, it's very helpful to be able to stand here and see what an intervention store of milk powder looks like, just to get an impression of how big it is. And it sort of establishes in your mind that that's a measure of the imbalance between supply and demand, that actually we're producing too much milk, and this is what it looks like when it's put in a store. Eigentlich wie völlig verrückt es war, was wir die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben. Wir haben Milch produziert, hochwertiges, qualitativ hochwertiges Produkt, und jetzt liegt es hier in Säcken und wird von Tag zu Tag weniger wert. Wir haben gehört, drei Jahre soll es halten, zwei Jahre liegt es schon und man hat noch keinen Absatzmarkt gefunden. Das ist wirklich das Verrückteste, was wir tun konnten. Wir haben ein System, das funktioniert qualitativlos. Und da ist viel Politik im Kampf, wir haben Politik der Wirtschaft. Die letzten Jahre, beginnen mit 2014, bis heute sind so ein Lehrbeispiel, wie Politik und die europäische Politik nicht ablaufen sollte.